Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replace. Ich bin Colin, Wimble Challenge Kalender, Woche 32. Macht sich an den Start, wir sind unterwegs mit Star Eater vom Clan PDVA. Fährt auf dem Waffenträger Panzer 4, Stufe 9, TD der Deutschen und im Zug mit Lea Sophie vom gleichen Clan und True Falcon im Type 61 und 700, Objekt 705. Neunergefecht, Zehnergefecht mit 9,8 Unterstützung. Wir sind mit einem Dreierplatoon unterwegs. Das wird interessant. Muravanka. Okay. Muravanka ist unsere Destination, sagen wir es mal so. Und wir sind drauf mit einer 128mm Kanone. Okay, eine kleine. 560 Alpha-Schaden, 276 Durchschlag auf Standard. Auf Premium 352 Durchschlag bei gleichem Schaden. Und auf HE gibt es 65er Shell, 65 Durchschlag mit 700er Küsschen vom deutschen Urgestein. Also, ein typischer Waffenträger. Das heißt, es gibt keinerlei Panzerung. Wenn hier was hängen bleibt, dann ist das jede Menge Glück. Und dann sind das ein paar Regentropfen. Mehr sicher nicht. Bin gespannt, wie sich der liebe Star Eater hier anstellt. Ich habe, glaube ich, noch nicht viele Waffenträger. Okay, da gibt es mal einen Blow-up, sehr fein. Noch nicht viele Videos mit Waffenträgern von ihm gesehen. Aber mit drei Leuten im Platoon muss immer einer mindestens ein bisschen Licht machen. Ab und zu kann das Objekt 705 sein. Normalerweise aber ist der Type 61 dafür eingeteilt, dass Objekt dann, wenn es nach vorn an die Front geht, wir aus der zweiten Reihe, denn genau da gehört hin, fleißig einwirken können. Da zum Beispiel. Wunderbar, 591 Schaden auf Super Conqueror. Ja, auf unserer Seite wird kein Druck gemacht vom Gegner. Das heißt, die 7er, 8er, 9er, 0er Linie gehört uns. So gut wie zumindest. Wir brauchen uns da keine Sorgen machen, dass von da vorne irgendwas kommt. Das Objekt 430 ist völlig überfordert. Auch das andere Gerät, was da noch mitgefahren ist, scheint hier nicht viel leisten zu können. Boah, die Seite vom Turm, wunderbar gezeigt. Ja, der Supercon wäre die nächste einstecken müssen und der wird sich gleich verabschieden, ganz sicher. Da geben wir blind einen raus, haben aber entweder nicht getroffen oder nicht verschlagen. 1:3 steht's. Zugkollege ist im intergalaktischen Arsch, sage ich so gern. Da haben wir einen Jagdpanther 2. Also wo wir 7, 8, 9 und 0 fast kontrolliert haben, steht jetzt schon 1:5 gegen uns. Und das ist nicht so fein. Nächster Panzer in der Stufe übrigens. Die Grille. Gib ihm. Wo ging der denn hin? Eigentlich recht genau die Kanone. Ah, ich hätte es fast riskiert, würde ich sagen. Da haben wir was Britisches. Abgeprallt. Eieieiei. Conquero schluckt die 560 Alpha-Schaden ganz locker weg. Aber nicht nochmal. 627 Schaden. 560 Alpha, ja. Schöner High Roll gewesen, alter Schwede. Und da geben wir ihm dann den Rest. Es steht 3:6. Wir haben 2718 Schaden verabreicht. Der junge Star Eater fährt die Kiste mit Schokolade. Das bedeutet 10% Besatzungsvorteile. Schneller nachladen, weiter schauen, besser einzielen, schneller reparieren. Und ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Wenn man da auf den Feuerlöscher verzichtet. Wenn man die aus der zweiten Reihe spielt, ist man eh, sagen wir mal, nicht unbedingt auf den Feuerlöscher angewiesen. Und wenn der Gegner über einen drüber rollt, ist, glaube ich, der Feuerlöscher das Letzte, was man braucht. Da wäre ein dickes Loch, glaube ich, besser. Ist leider so. So. Bei dem Stand vom Gefecht
sieht es eher mau aus für uns. 519 Schaden am T55A. Knallharter Low Roll. Immer noch 6-8. 4259 Schaden haben wir bereits gemacht. Der Gegner kann aber so richtig mit der Situation nicht umgehen. Schickt seinen einzigen Medium hier nach vorn. Also der einzige, der wirklich effektiv Licht machen kann. WZT-30 sind da hinten in der zweiten Reihe. Stritzwagen 103.0, wenn der aufgeht, ist er Moose. Und auch die sind Moose, wenn sie aufgehen. Gib ihm. Jawohl, 591. Am US-Amerikaner, Stufe 9. Gib ihm. Also ein Zielzeit, exzellent. 587 Schaden am Jagdpanzer EN-100. Wir sind auf, aber keinerlei Artillerie-Sicht, von daher brauchen wir uns da erstmal keine Sorgen machen. Das ist wirklich unser größtes Problem, Artillerie und vor allen Dingen alles, was sonst noch so HE schießt. Tut uns mächtig weh, jeder Treffer nimmt uns mindestens ein Crewmitglied und eins von den Modulen raus. Kann natürlich weder lustig sein noch Sinn machen. Da ist jemand One-Shot, 50 TP, gib ihm. Hi, Dewitzka. Kill Nummer 3, 5843 Schaden ausgeteilt. Es steht 7-9. Da haben wir einen Jagdpanzer, der kann immer noch nicht genug bekommen. Probieren wir es aus. Wir probieren es aus, aber wir treffen nicht. Da ging mit Sicherheit ein bisschen drüber. Aber wenn man die Zunge rausstreckt, kann man am Geschoss noch lecken. Also das Ding war extrem knapp. So, 7-10. Der Gegner kommt nicht auf die Idee, hier zu cappen. Stattdessen will er das durch Abfarmen noch gewinnen. Ich kann da immer nur sagen, Leute, überlegt euch das dreimal. Manchmal ist es einfach besser, sich ins Cap zu stellen, runter zu spielen und das Ding einfach zu gewinnen. Jagdpanzer EN-100. Oh, von der Seite. Wunderschön. Auf Wiedersehen. Kill Nummer 4. 6224 Schaden. Also auch wenn er aus der zweiten Reihe spielt, erfordert das recht viel Dynamik. Das heißt, man muss sein Fahrzeug recht oft drehen, muss die Position sehr oft ändern. Und mit 8-11 wird dem Fahrzeug wirklich alles abverlangt. Wenn du es wieder siehst, vielleicht mal ganz kurz reinschreiben, was du hier verbaut hast. Das wird uns interessieren. So, kleiner Hinweis darauf. Ah, schade. Wenn ihr Lust habt, bitte einmal kurz meinen Kanal abonnieren. Würde mich über jedes Abo wahnsinnig freuen. So, das Ende ist noch lange nicht nahe. Es steht zwar 8-11 gegen uns, aber es könnte deutlich schlechter laufen. Und wir haben uns hier recht gut eingeigelt. Oh, da haben wir einen T30. Da möchte er da unbedingt geküsst werden. Wunderbar. Kill Nummer 5. 6458 Schaden ausgeteilt. Die Kiste kann was, ja. Wenn sie richtig eingesetzt wird, wird auf jeden Fall perfekt aus der zweiten Reihe gespielt, so wie sich das gehört. Wir sind aktuell auf Premium-Munition, denn der liebe Star-Eater hat hier Morgenluft gewittert. Ist der Meinung, wir könnten hier auf jeden Fall noch was drehen. Ach, guck mal, wer da kommt. 552 Schaden am Skorpion G. Hat noch 259 übrig. Einmal blind rein mit Premium, ist aber egal. Der hat eh nicht funktioniert. Da haben wir einen WZ111-1FT. Gib ihm. Grüß Gott, 570 Schaden. Am Chinesen. So. Abwarten, bis der Turm sich dreht. Das geht. Jawohl, sehr schön. Wir dürften offen sein. Nee, sind wir nicht. 10-12. Also man kann es hier so eine Mischung aus zweite Reihe und Rückzugsgefecht sehen. Hält sich da vornehm zurück, macht extrem fleißig Schaden. Kriegen hier vom Skorpion G eine rein mit 381, hat er AP geschossen. Okay. Also 7703 Schaden aktuell. Natürlich bleibt in der Panzerung nichts hängen. Da ist der Jagdpanzer. Vier Panzer auf der Gegenseite, drei auf unserer. Mit deiner Willigkeit.
600 HP, nee, 550 HP haben wir ungefähr eingebüßt. Ah. T55A hat eh schon so wenig Gantebrechen, aber hat hier das Ideal ausgenutzt, was er eigentlich nicht hat. Na komm, ich glaube nicht, dass du einer Premium-Wumpe widerstehen kannst mit deinem geilen Turm, den du ohne Frage hast. Der wird dir hier nicht helfen. Man sieht aber zwei Mitglieder ausgefallen. Ladeschütze ist im intergalaktischen Arsch und auch der Kommandant ist eher im Schlafbereich unterwegs. Hängematte 3.0 ist installiert. Um den T55A kannst du dich aktuell nicht kümmern. Der ist deutlich beweglicher. Und dementsprechend bist du für ihn leichtes Futter. Deswegen würde ich es die Su 130 hier erledigen lassen. Sind immer noch ein 8er und ein 9er übrig. Ja, T55A und WZ. Sekunden können wir zumindest ein Mitglied wiederholen, denn wir haben noch ein kleines Medkit dabei. Das könnte fast zu wenig sein. Wen holen wir dann wieder? Einen Kommandanten oder einen Ladeschützen? Aktuell würde ich eher sagen, einen Ladeschützen zurückholen, um unser DBM nach vorne zu fahren. Aber auch ein Kommandant könnte hier interessant sein, denn die Sichtweite ist natürlich entscheidend und ich weiß nicht, ob da nicht unsere beiden Panzer hier noch ausfallen. Der hier ist One-Shot. Die Su da hinten ist ebenfalls One-Shot für alles, was auf dem Feld steht. Das ist schwierig. Nicht so einfach. Wir haben den Kommandanten zurückgeholt. In 80 Sekunden können wir den nächsten zurückholen. Also er vertraut da eher auf seine eigene Sichtweite, der hier jetzt versucht ein bisschen einzusetzen. Wo ist der WZ? Hat er sich zurückgezogen? Ich glaube es bald nicht. Wir haben ja einmal blind reingehalten. Da ist T55A. Wir sind offen. WZ ist auf jeden Fall in Sichtweite. Es scheint hier eher zu helfen zu wollen, das U-130, dass der T55A rausgeht. Also 6 Kills ist schon mal eine Kriegermedaille. Es ist was, wir den Russen rausnehmen und danach den Chinesen. Ich glaube auch, dass der gefährlicher ist. Hier kommt es wirklich nicht auf den Alpha-Schaden an. Hier kommt es drauf an, wer mit seiner Beweglichkeit und einer schnell drehenden Kanone, denn der WZ-111 hat keinen Turm, sich hier um die Gegner kümmern kann. Da steht er oder da vielleicht? Das ist die Frage. Da ist der WZ. Da war der WZ. Hat noch 64 HP gehabt. Und T55A nimmt unser Objekt 430U raus. Ja, herrlich. 9er nimmt einen 10er raus. Da ist er. Nee. Das war klar, dass da noch ein Hügelchen im Weg ist. Jetzt geht's. 1 gegen 1. One-Shot gegen... Aber ich brauche da mindestens 2. Dann muss ich schon sehr gut laufen. T55A hat, glaube ich, 320 Alpha. Wenn mich nicht alles täuscht, Leute, ich kann jetzt hier natürlich auch komplett daneben liegen. Also dein Schuss muss treffen, ansonsten macht er dich platt. Sage ich so, wie es ist. RNG fickt mich heute. Alles klar. Das wollten wir wissen. Wir sind offen. Aber nicht Proxy gespottet. Das ist irgendwo hinterm Häusern. Wir dürften wieder zu sein. Es ist einfach, ne? Will das riskieren, der T55, oder will das nicht riskieren? Da ist er. Hat gleich nachgeladen. Nee, hat er nicht. 7988 Schaden ausgeteilt. Nichts geblockt, nichts aufgeklärt. Ist aber wurscht.
hast du mit 8 Kills einfach mal allen den Stempel aufgedrückt. Wir gucken mal, was die Auswertung dazu sagt. Könnte noch ein bisschen mehr Schaden sein, glaube ich. Ne, 7988 ist geblieben. Sehr fein. Wir haben 1383 Basis-XP geholt. Wir haben 28 Schüsse abgegeben. 19 haben getroffen, 18 haben unterschlagen. Wir haben sehr viel Schaden über 300 Meter gemacht, nämlich 5569. Sind etwa 2,5 Kilometer gefahren. Das ist ziemlich viel für Waffenträger. Und 18.000 machen wir miese. Ist okay. Ist okay. Auf jeden Fall geil gerockt. Das Spiel hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch ebenfalls gefallen hat, Leute, wie immer fleißig draufklicken, Like da lassen und natürlich ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.